Oh, das ist die heilige Kirche der Miets. Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Fallout 4. So, ich habe das letzte Mal irgendwie vergessen, oder ja, was heißt vergessen, am Sonntag keine Zeit gehabt, um eine neue Folge aufzunehmen. Ich muss mit dir reden, Mama Murphy. Ich glaube, das würde dir nicht gefallen, wenn ich hier Drogen gebe. Lassen wir das einfach mal. Was haben wir denn hier jetzt eigentlich an Daten, hier an Aufgaben? Die Freiheit. Trifft die Middleman nahe bei der Burg. Das wollte ich ja machen, die Burg. Karte? Burg. Wo ist denn hier die Burg? Die ist da. Okay, wir haben eigentlich noch genügend von unseren Kernen. Das heißt, wir könnten da eigentlich hinlaufen. Von hier aus Richtung Westen war das, glaube ich. Hilfe, was passiert hier? Da ist das Auto ein bisschen explodiert. Ja, hier markieren wir mal. Ja, hier. Ah, kann ich ja so nicht markieren. Kann ich mir hier keine neuen Markierungen setzen auf der Karte, wenn ich keinen Ort direkt habe? Nein. Ja, so ungefähr in diese Richtung. ich bug am Auto fest. Oder besser gesagt, hänge am Auto fest. Ich habe jetzt versucht, was aufzunehmen. Das war Binding of Isaac, weil ich das momentan gern spiele. Der Gegeneffekt ist schön. Ja, aber ich bin die ganze Zeit gestorben, deswegen. Ich habe so dreimal versucht, hintereinander dasselbe zu reden. Das dann auch nicht so wirklich schön geklappt hat. Was zur Hölle bist du? Ach, Milchautomat. Nee, brauche ich auch nicht. Tor? Keiner. Bin wieder weg. Entschuldigung. Ja, wir sollten hier eigentlich doch durch. Ich renne hier einfach mal hin und kill die ganzen mit meiner wunderschönen Machete. Ihr seid da oben. Ja, was heißt Mann am Boden? Mann ist tot am Boden. Dance, wo bist du zur Hölle? Dance? Ja. Powerrüstung und du bist tot. Granate! Dance, wo zur Hölle bist du? Keine Sicht auf das Ziel. Ja, schön, wenn du dich auch hinter der Tür versteckst. Du bist nichts. Nichts. Ja, und du bist tot. Tot. Gelber Pilotenhelm. Okay. Ach, dein Kopf ist weg. Dingbums. Von woher denn? Raider Abenteurer. Du machst richtig blöd Schaden. Ah, jetzt kann ich wieder blocken. Jetzt stirbt doch verflucht. Schön, wie du am Boden noch auf mich schießt. Ich stehe mit einer Machete über dir und schlag auf dich ein. Wie soll das ein Glückstreffer sein? Metallrüstung. Das gibt mir eigentlich so circa, so ungefähr nichts. Irgendeinen Boni auf irgendwas. Die Burg. Wo ist die Burg? Bin ich jetzt komplett falsch gelaufen? Ich glaube ja. Dann haben wir hier kurz mein Raider-Nest ausgeräuchert, obwohl wir das gar nicht mussten. Das ist doch auch schön. Wieso auch nicht? Dann müssen wir hier entlang. Kann ich den Regen nicht auch irgendwie ausstellen? Der nervt. Naja, vielleicht regnet es hier auch gerne. Da entlang und dann rechts. Sind hier irgendwo im Fenster wieder irgendwelche bösen Leute? Hier ist auf jeden Fall einer, aber du bist nicht böse. Hallo, wer bist du? Hallo. Entschuldigung, Sir, Parker Quinn. Ich wollte nur sagen, dass es mich freut, dass du an meiner Ecke vorbeischaust. Deine Ecke? Okay, schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen, Mr. Quinn. Mr. Quinn, was ist los? Sind wir Fremde? Mr. Quinn ist mein Vater. Ich bin Parker. Okay, Parker. Okay, dann eben Parker. Hey, sieh mal an. Wir sind jetzt Freunde. Ich bin Parker und du bist Sir. Schau, weil okay. Du ja offensichtlich eine beschäftigte, gefährliche und außerordentlich intelligente Person bist, komm ich gleich zusammen. Ich mach dir ein Angebot, mich? Das so spektakulär ist, dass du unmöglich Nein sagen kannst. Bist du bereit? Nein. Oh, ich würde jetzt so gerne Nein klicken. Bin bereit. Jeden Tag musst du Sachen kaufen. Essen, Munition, Bier, alles Mögliche. Und du bezahlst mit Kronkorken. Von Flaschen. Was für ein Jahr haben wir denn bitte? 1612?
Ein Haufen Loser hat die Welt vor 200 Jahren in die Luft gejagt. Und wir müssen säckeweise Kronkorken herumschleppen. Soll das ein verdammter Witz sein? Also habe ich in Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Laden im Commonwealth die Kronkorken abgeschafft. Und so haben wir jetzt die einzige Form natürlich. Von Euro, die du je brauchen wirst. Die Kreditkarte. Natürlich. Interessante Idee. Du bist ein Dieb. Kreditkarte? Die Kreditkarte? Habe ich doch gesagt. Kreditkarte. Total einfach. Du gibst mir jetzt 110 Kronkorken und ich gebe dir diese Kreditkarte. Damit kannst du in jedem Laden im Commonwealth bezahlen. Wert 100 Kronkorken. Die 10 zusätzlichen sind meine Servicegebühr. Also, was sagst du? Nein. Ich überleg's mir. Ich muss mir das erst überlegen. Komm schon, im Ernst. Was gibt's? Ich muss mir das erst überlegen. Ich hab sie, du willst sie. Also los. Oder lass dir Zeit, kein Druck, okay? Ich warte hier. Volltrottel. Volltrottel? Ah, wusste ich doch, dass du wiederkommst. Willst du jetzt deine Kreditkarte? Nein. Du hast wohl den Verstand verloren. Okay, tut mir leid, dass du das so siehst. Aber dein Verlust. Wenn du es dir anders überlegst, weißt du ja, wo du mich findest. Volltrottel. Sag noch einmal Volltrottel zu dir und du hast diese Machete hier irgendwo in deinem Gesicht. So. Hier muss irgendwo die Burg sein. Das schaut auf jeden Fall aus wie eine alte Kirche. Ich finde zwar schön, dass es hier diesen Ringeffekt gibt, aber irgendwie nervt er momentan. Ist hier noch irgendwas? Ja, was habe ich denn eigentlich erzählt in dem einen Ding? Ein Jet oder... Da liegt ein Jet auf dem Boden. Oder ein Inhalator. Asthma-Inhalator. Ja, was habe ich erzählt? Und zwar, dass ich demnächst ein Special vorhab. Ach nö, Supermutanten. Ich mag keine Supermutanten. Die sind böse. Dance? Dance, kümmere dich um Supermutanten. Dance? Ach Mann, wieso bist du jetzt schon wieder sonst wo? Bleib wachsam. Du weißt, dass die noch da sind. Die schießen auf uns. Natürlich sind die noch da. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Da gehe ich jetzt dahin und hau den. Richtig schön ins Gesicht. Ihr Menschen uns erschaffen, jetzt ihr Leiden für eure Überheblichkeit. Nö. Granate! Okay, du warst ziemlich schnell kaputt. Ist noch irgendwo einer? Da ist ein Hund. Zeig mir ihm, wie die Bruderschaft sowas macht. Ja, mit der Machete ins Gesicht. So. Ah, das schaut so richtig schön geil aus mit meiner Power-Rüstung. So, und zwar wollte ich ein kleines Special machen zu den 1000 Abonnenten. Wenn ich Zeit habe, endlich mal dafür. Und dafür wollte ich mit einigen Leuten auf einen Server drauf. In Aufzeichnungen der Bruderschaft wurde die Gwinnett-Brauerei nach Button Gwinnett benannt. Was sagst du? Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung. Ein Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung. Sollte ich da jetzt rein? Weiß es nicht. Ah, gehen wir einfach mal weiter. Ist das ein Blitz gewesen? Wie gesagt, ich wollte mit ein paar von euch auf den Server gehen und irgendwelche Minispielchen spielen. Ich meine, wieso auch nicht? Wenn wir Spaß haben. Und ich könnte mal mit euch einspielen. So. Aber wie gesagt, wenn wir Zeit haben. Blöder Ghoul ins Gesicht. Noch ein blöder Ghoul. Es ist schön, dass ihr mir so wenig Schaden macht. Und dass ihr Patronen dabei habt, obwohl ihr nichts zum Schießen habt. Die sind lauter, nicht Explosionsfässer, aber Atomfässer. Hier, kann ich in die Kirche rein? Das wäre, nee, schade. Wäre echt geil. Na, vielleicht außenrum hier in dem Kirche öffnen. Ich will da jetzt in die Kirche reinschauen. Danach können wir ja zu dem anderen gehen. Ja, laden. Ah, schön. Was zur Hölle sind das hier für eine Kirche? Mietz! Hallo Mietz! Warte. Ich glaube, wir werden verfolgt. Gefunden! Ja, schön. Ist hier noch irgendwo was? Ich will meine Mietz nicht treffen. Lebe die Bruderschaft. Ja. Geeignete Blutprobe? Stimmt ja, wollen wir ja auch noch suchen für die eine. Oh, bitte, ich will meine Mietz nicht getroffen haben. Patronen. Das ist schön, dass man hier sowas findet. Oh, das ist die heilige Kirche der Mietz. Die heilige Kirche der Mietz, Moment.
So, damit ich hier auch ein richtig schönes Dingsbums hab. Die heilige Kirche der Miets. Ich hoffe mal, ich hab dich nicht gekillt und dir nicht wehgetan. Nein, da bist du, Miets. Huldig der Miets. Moment, wegstecken. Huldig der Miets. Oh, heilige Miets, wie könnten wir dir dienen? Schön. Die heilige Kirche der Miets. Ja, gehen wir hier mal wieder raus. Ja, laden, so ein bisschen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Könntest du bitte laden? Ich weiß, du hast ein bisschen mehr Welt reinzuladen, aber danke. Oh Mann. Das könnten sie mal wegpatchen, dass man hier so ewig warten muss, bis sie hier fertig ist. Und hier muss irgendwie die Burg sein. Oder auch nicht, weil ich falsch rumschaue. Hier muss irgendwo die Burg sein. Ja! Vielleicht sehen wir hier ja schon ein bisschen was. Da ist nirgendwo eine Burg. Oh Mann, ich habe gedacht, das wäre hier so eine richtig schöne Burg, aber hätte ich mir auch denken können. In Amerika gibt es nicht so wirklich Burgen. Weichpanzer, Mylux. Ich habe schon wieder vergessen, hier zu blocken. Deswegen macht ihr mir auch immer Schaden. Und wieso ist jedes Mal, wenn ich von irgendwas angegriffen werde, Dance nirgendwo? Betest du noch Miets an? Wenn ich wüsste, wo bei den Dingern die Köpfe sind. Irgendwas Nützliches? Nein. Ein Ofenhandschuh. Brauchst du zufällig einen Ofenhandschuh? Dann ist es was Nützliches. Ich muss mir ja mal auch wieder die Dingsbums geben. The Bags. So. Ah, ich hätte gern hier ein schöneres Schwert. Ist diese Irish Pub die Burg? Juhu, ein Vogel. Ich kann den Vogel nicht killen. Ich kann ihn auch nicht zur heiligen Katze bringen. Wieso bist du hier, Vogel? Tür öffnen. Hallo. Hi. Preston. Alle sind hier, General. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Der eigentliche Name ist wo? Fort Independence, aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Wo jetzt denn? Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Das da drüben? Okay. Beeindruckend. Auf jeden Fall. Für einen 600 Jahre alten Bau ist es in ziemlich gutem Zustand. Das stimmt. So wird einfach nicht mehr gebaut. Und wenn wir uns die Burg holen, dann wissen die Leute, dass wir es ernst meinen. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Ja. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Lass mich das machen. Ich habe eine Powerrüstung und ein Schwert. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg. Nein. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Das wird das reinste Tontaubenschießen. Warum ich muss mich jetzt entscheiden, oder? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und, General, was denkst du? Aus allen Rohren und nicht bereit in die Zange nehmen, sie rauslocken. Machen wir wieder die unterste. Komplizierter als nötig. Gehen wir rein und hauen wir ihn mit geballter Feuerkraft ein vor den Latz. Ganz genau, Soldat. Zeig ihnen, wie die Bruderschaft sowas erledigt. Wenn du meinst. Der steht draußen vor der Tür. Ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versucht nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Okay. Hat es Dance gefallen? Muss ich euch jetzt beschützen? Moment, was zeigt mir denn das hier auf? Anne. Warte, bis die Minutemen in Position sind. Ich weiß ja nicht mehr, ach, da drüben ist. Dance, bist du dieses Mal bei mir dabei? Ach. Am liebsten hätte ich sie hier irgendwie am Rand. Am liebsten würde ich hier auch mehr blocken. Wären die Minutemen organisierter gewesen, hätten sie diese Festung nicht aufgeben müssen. Hast du das? Da sind sie ja. Ach, das sind nur diese Meierlöck-Dinger. Dachte schon, das wäre hier irgendwas Böses. Dann geh doch weg und bleib nicht einfach stehen und dich vor ihnen killen. Wieso rennst du mir mitten in mein Schwert rein? Also in meine Machete. Ja, kommt, greift alle mich an.
Wieso greift er nicht den an, der am gedingsten ist? Wir haben bestimmt schon mindestens 2 Leute oder sowas verloren. Also, schätze ich mal. Minuteman. Fusionszellen gibt er wenigstens. Ein Bergbauhelm. Liegt hier noch einer von uns rum? Ja, da. Sprungkorken, Patronen. Ushanka? Was zur Hölle ist eine Ushanka? Gibt bestimmt auch eine genau. Ausgezeichnet. Ja, das ist gut. Ich nehmen. Ich glaube, das habe ich mal gelesen. Patronen. Ja, die Sender reaktivieren. Es gibt bestimmt auch irgendwie eine Möglichkeit, wie keiner von denen stirbt. Aber das ist mir jetzt zu blöd. Wo sind denn die jetzt hin? Dance? Wo zur Hölle sind die hin? Soll ich hier sämtliche Dinger killen? Bedrohung ausgeschaltet. Okay, Leute, ziehen wir das durch. Ich hab gedacht, die sind alle weg. Wo? Ach, da drüben. Hallo, Marlock. Ad Victori Dingsbums. Mann, das Blocken hier ist richtig blöd. Gewickelt. Bleibt einfach da. Ja. Wird bestimmt hier irgendwo einer kommen. Verdammt. Scheint, als würden sie brüten. Wir müssen uns die Eier holen, sonst sind sie schneller zurück, als wir gucken können. Bringen wir es hinter uns. Okay, vernichte die Gelege. Wie kannst du mir so viel Schaden machen und wieso kann ich dir keinen Schaden machen? So, schnell hin. Ihr seid doch schon gebrütet hier, oder? Nee. Ist hier eins drin? Nee. Das kann ich hier dann bestimmt aufbauen. Und looten. Looten! Bis auf ein Ei. Wegen diesem einen Ei wirst du mir hier noch angezeigt. Du bist schon mehr. Die wird bestimmt gleich irgendwas Blödes rausbrüten. Oder auch nicht. Und dann hier drüben. Mann, wieso haben wir hier eigentlich bei einem Minuteman keine Scharfschützen? Jetzt geht's los. Wieso rennst du mir jedes Mal ein Schwert rein? Wieso? Idiot. Drüben ist noch was. Ja, hier werden auch noch welche rauskommen. Dann kommt wahrscheinlich die Mutter Mylock oder sowas. Und fragt sich, hey, was macht ihr hier eigentlich mit meinen Eiern? Wenn du aufhören würdest, auf mich zu schießen, dann wäre ich vielleicht noch ein bisschen besser hier drauf. Hallo? Nehme ich sie halt auf. Noch irgendwo? Ach, da drüben. Lass mich raten, sämtliche von den Minutemen sind tot. Ja, du bist hier Weichpanzer, Meierlöck. Das dachte ich mir. Hier sind die Nervigen. Könntet ihr hier bitte irgendwen töten hier? Okay, was bist du denn hier? Raketenwerfer? Raketen? Okay, ist doch eigentlich ziemlich geil. Es ist keine Bürotür. Es ist ein Schrank. Ich frage gar nicht erst. Wegen diesem einen Ei hier. Jetzt ist es weg. Jetzt ist doch alles... Nee, da oben ist noch was. Finde ich hier irgendwas Schönes zum Looten. Irgendwas, was mir irgendwas bringt. Flammenwerfer. Laborstation. Ja, Flammenwerfer sieht doch schon mal interessant aus. Und hier drüben haben wir noch Eier. Und noch ein Meierlöck. Ja, das ist schön, dass du das bei einem Einsatz von den Minutemen sagst. So, ich muss die Eier mitnehmen. Weil sonst treffe ich die nicht mal. Wo ist denn jetzt eigentlich der andere? Töte die Meierlöck-Königin. Wieso dachte ich mir sowas nicht? Also, dachte mir. Hier oben sind nochmal schöne.
Du bist wahrscheinlich draußen und bekämpfst die schon. Ich höre auf jeden Fall Gewehr. Und Meyerlöck. Schön. Kümmerst du dich bitte darum, Dance? Natürlich die Königin. Du bist ziemlich hässlich. Darf ich dir das mal sagen, Königin? Ich wüsste auch nicht. Mann, machst du einen Schaden. Auf dich muss ich mit irgendwas Größeres draufgehen. Habe ich hier irgendwas an Waffen, die mir irgendwas bringen? Kelloggs Pistole macht ziemlich viel Schaden. Ich könnte natürlich auch mit der Nuke weghauen. Ich habe jetzt hier wieder ein bisschen Munition für alles. Okay. Sehe ich. Ach, falsch. Ich bin gestorben wegen diesen blöden Viechern? Moment, Moment, Moment. Wenn ich Glück habe und die hier jetzt schon gleich kill. Also, ich habe jetzt mit 2 Nukes draufgeballert und das ist wesentlich besser gegangen. Ja. Ihr habt ja gerade gesehen, was ich gemacht habe. Nur, jetzt hier nicht. Es war wesentlich schöner. Wesentlich schöner. Komme ich hier eigentlich Schaden im Wasser? Ja, radioaktives Ding. Aber wir sind noch nicht fertig hier. Der General und ich werden uns die Funkanlage ansehen, um festzustellen, in welchem Zustand sie ist. Ihr anderen vernichtet die restlichen Meyerlurks und. Moment, ich habe aber trotzdem Schaden und ich habe keinen Plan, wo ihr... Könnte vielleicht von den Nukes sein, die ich gezündet habe. Aber, noch wesentlich schöner. Eier, die ihr findet. Also so ein paar Explosionen war doch wesentlich schöner als davor. Und jetzt kann ich auch wieder meine Machete nehmen. Es ist... Wo bist du? Machete. Genau, da. Und wir sollen uns das Ding hier anschauen. Ich schätze mal, du hast keine Energie. Sobald ich das einschalte... sind wir bereit zum Senden. Okay, dann schalte ein. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Dann schalte ein. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Dann schalte doch ein. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Wieso schaltest du dann das Ding nicht ein? Das hier habe ich vergessen, hier nochmal anzunehmen. Ich sehe mich mal um, was sonst noch hier übrig ist. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, schön. Vielleicht finde ich dann mit V hier irgendwie mehr... Ne, Moment. Kann ich jetzt hier an die Werkbank? Ja. Benötigt. Okay. Moment, die schießen noch gerade. Das ist ein bisschen blöd. Impact und aufbereitetes Wasser. Wo bist du denn? Könnte ich dir auch helfen? Anstatt, dass du schreist. Schätze mal, du bist hier irgendwo oben. Ach, dann helfen wir dir kurz und killen hier alles, was sich noch ein bisschen bewegt. Dance? Dance! Ich aua! Danke. Bleib wachsam. Ich weiß, dass sie noch da sind. Ja, natürlich. Ich weiß auch, dass die noch da sind. Deswegen gehe ich ja hier rum und versuche sie zu killen. Manchmal frage ich mich echt. Okay. Was war das? Wir konnten. Munitionsverschwendung. Ich habe eine Machete, die hat keine Munition. Also. Okay, dann mal los. Ich habe immer noch keinen Plan, ob ich Schaden von dir bekomme oder nicht. So, dann hau ich mit drauf. Wen hat's erwischt? Da liegt doch keiner von uns. Ach, Mann. Mädchen. Wieso? Geh jetzt hier rum und schau nochmal nach, dass ich hier alles killen kann, was hier irgendwo ist. Damit du nicht stirbst und damit wir hier alles ruhig haben. Und meine Rüstung geht dabei flöten. Ist das nicht schön? Und danach kann ich mich darum mal kümmern, dass wir Energie haben. Da ist natürlich
auch nochmal so ein Dings. Ah, da kann man auch runter. So und tot. Ah, noch nicht. Jetzt tot. Nein, noch nicht. Jetzt tot. Ach, dass ihr so lange überleben müsst. So, einmal runter. Und dann schauen wir doch mal hier, was wir machen können. So, einmal an die Werkbank. Also das, was ich auch mit V hätte machen können und auch gemacht habe teilweise. Und schauen wir einfach mal, was wir hinbekommen. Oh, man konnte den Schutt hier wegräumen und da kommt jetzt was ganz Neues zum Vorschein. Das war ein Burgtunnel. Da schaue ich doch auch mal kurz rein. Meine Rüstung ist sowas von im Eimer. Ach. Hier kann ich wahrscheinlich nichts mehr machen. Nee. Wenigstens ist Dance noch bei mir. Dance, gibt's hier irgendwas Schönes? Minen. Schön. Wollte ich schon immer mal haben. Hm. Ja, du rennst einfach außenrum vorbei. Auch nicht schlecht. Ich habe eigentlich gehofft, dass es hier noch irgendwie Aluminium oder sowas gibt. Explodiert so ein bisschen. Was zur Hölle bist du? Man weiß nie, was man findet. Leuchten denn noch irgendwas? Kanonenkugeln. Okay. Den könnten wir vielleicht Stahl machen. Wir brauchen ja 10 Energie. Da, jetzt habe ich dich gesehen. Und konnte dich entschärfen. So gefällt mir das so nicht. Mein Bein ist weg. Bleib wachsam und pass auf die Ecken auf. Das ist der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Ich werde es euch nicht gleich machen. Du an hier? Dann geh rein und mach den Dingern Aua. Mission erfüllt. Danke. Ja, hier unten steht Energie. Fusionskern. Das ist geil. Dass ich hier einen Fusionskern gefunden habe, ist geil. Ist eine Seltenheit. Ja, finde ich auch. Laborstation. Also es gibt hier wirklich sehr viel Zeug, aber es gibt hier auch sehr viel Minen, die wir auch machen. Schau mal, dass ich so ziemlich alle entschärft, die ich finde. Sarge? Quatsch, ich hab gedacht, wir wären Freunde. Fans! Fans, beschütz mich. Ich brauche hier mal ein bisschen eine Waffe, die schießt. Also so schießt der Buff. Ich hatte hier doch, genau, Kellogg's Pistole. Moment. Was sagt mir denn das Watz? Torso. Linke Arm, linkes Bein. Wenn ich dein Bein verkrüppel, hilft mir das irgendwas? Kann ich dein Bein hier irgendwie verkrüppeln? Jetzt lad nach. Okay, es passiert auf jeden Fall was an deinem Bein. Ich hoffe eigentlich, dass du umfällst. Okay. Aua! Explodier doch nicht in mein Gesicht. Du hast 2 Fusionskerne dabei gehabt. Deswegen darfst du sowas. Und Aluminium, was ich brauche. Du hast das Aluminium, das ich brauche. Ah, schön. Ja, weißt du, bei sowas, dann darfst du auch mal in mein Gesicht explodieren. Hier noch irgendwo Aluminium-Ding. Fusionszelle, aber kein Fusionskern leider. Dann sind wir jetzt bei 7 Fusionskernen. Das ist auch ziemlich geil, würde ich sagen. Bin hier nur ansonsten nichts. Also hier so ein bisschen Türen, die abgeschlossen sind, aber so wirklich hier irgendwas Nützliches? Eher weniger. Hier kann ich die hier mit Kabel hier verbinden. Ja. Wo bist du? Du bist hier. Ah, okay. Hier ist ein Pylon und du brauchst wahrscheinlich auch nochmal richtig viel Energie. Und hierfür könnte ich eigentlich noch einen Generator herstellen. Moment, ja.
E. Und dann so und so und so und so. Haben wir ja auch Licht. Das ist doch geil. Ich habe keinen Plan, ob das jetzt mit der Energie hier ausreicht. Oder nicht? Nein, reicht nicht. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Generatoren. Für die großen habe ich leider nicht genug Dingsbums. So, jetzt. Nein. So. Und du wirst natürlich auch noch mit hier verbunden. Reicht es jetzt? Nein. Irgendwas benötigt hier richtig, richtig, richtig viel Energie. Tab. Ja. Okay, Kabel weg. Wieso ist denn das hier noch mehr beleuchtet? Wo kommt denn das hier zustande? Ich hab gedacht, da drüben öffnet sich dann irgendwas Schönes. Wir können leider nicht hier Beleuchtung und alles mit gleichzeitig machen. Das geht nicht. Hier ist auch noch Beleuchtung. Ich nehme die hier mal kurz weg. Dann habt ihr hier wieder keinen Strom. Aber hier ist Strom. Was meinst du mit Radiosender benötigt 10 Strom? Wir haben hier 10 Strom. So, Moment. Ah, falsch. Und dann hier dran. Hast du hier Strom. Benötigt 10. Wir haben 25 Energie. Wie kann das nicht genug sein? Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, aber sind wir doch. Ah, ich kann den hier auch deaktivieren. Wusste ich gar nicht. So. Dann kann ich euch hier ja auch einfach deaktiviert lassen. So, hier und den hier damit verbinden. Warst du hiermit verbunden? Oder hiermit? Kein Plan, womit du verbunden warst. Und theoretisch hast du doch jetzt genug Energie. Was meinst du mit benötigt 10? Lagern wir euch hier eben alle wieder ein? So. Dann gehen wir auf Generator. Moment, wie kann ich denn meine eingelagerten Dinge hier raussuchen? So, das sind jetzt 2. 2, die insgesamt 10 produzieren. Produziert 10. Produziert 5. Produziert 5. Benötigt 10. Okay, wieso funktionierst du nicht? Ich habe 3 davon. Schauen wir nochmal. Hier jetzt auf die andere Seite noch eine Stelle. Und wieso bist du hier eigentlich tot und liegst da? Das ist doch dein Energiezufuhr-Dingsbums, oder? Ich glaube... Dann liegt er einfach im Graben rum. Also nicht im Graben, aber er liegt hier einfach rum. Du bist doch dieses Energiedingsbums. Hierfür. Ja, Stromleitung. Stromleitung hierfür. Ich kann hier auch direkt eine Stromleitung legen. Ah. Dance bewundert dich. Dance hat das gefallen. Danke, Dance. Den Gefallen erwidern. Jetzt funktioniert's. Ich habe einfach das hier nur nie verbunden mit dem. Ja, das muss man mir doch sagen. So. Scheint funktionsfähig zu sein. Wir haben es geschafft, Minuteman. Und hier liegt Minuteman. Ja. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Zurück. Ich loote den und der sagt gute Arbeit. Hi. Preston? Wow. Wir haben es wirklich geschafft. Ja, haben wir. So lange zusehen müssen, wie es mit dem Minuteman bergab ging. Ich
Das ist wirklich was Besonderes. Jetzt Kein müssen Problem. Wir zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Wir müssen das Commonwealth einen und dieses Mal muss es halten. Also dann, zurück Natürlich, an die es muss. Doch jetzt, da Radio Freedom sendet, können wir überall und jederzeit die Leute warnen. Was mir dabei gerade einfällt, ich habe noch was, um das du dich da kümmern könntest. Ich habe einen Natürlich. Etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Ah ja. Ich will hier nur schauen, ob ich noch mit den Generatoren hier alles anschalten kann und es noch funktioniert. Ich meine, ich habe hier genügend Generatoren. Und du bist ja momentan noch ausgeschaltet. Hm. So 25 Energie. Okay, und wenn ich jetzt hier rausgehe und anschalte, sollte hier Licht gehen und du scheint funktionsfähig gehst zu sein. Auch. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.